Meine Damen und Herren, liebe Pressevertreter, liebe VIP-Gäste, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Punktspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Carl Zeiss Jena. Hier im Sportforum Sayus vor 2814 Zuschauer entstand, wie wir alle gesehen haben, nach einem packenden und spannenden Spiel 2:1. Wir kommen dann sofort zu den Einschätzungen der beiden Trainer und da übergebe ich zunächst das Wort an unseren Gästetrainer, an Volkan Uluc. Ja, ich denke, dass meine Mannschaft das in der ersten Halbzeit wirklich klasse gemacht hat. Wir sind sehr früh 1-0 in Führung gegangen, haben nachher noch 2-3 Torchancen, wo wir die Führung noch erhöhen können. In der zweiten Halbzeit hat es natürlich für uns ungünstig angefangen und die Gewichtung durch die beiden Platzverweise haben uns natürlich wehgetan. In der Form nicht nachvollziehbar von meiner Seite aus. Und ich denke, dass nachher Zwickau den Raum, den Zeit auch hatte. Wir haben zum Schluss nochmal alles nach vorne geworfen. Ich kann meiner Mannschaft nur die größten Komplimente machen. Haben auch mit 8 Mann nachher bravourös gekämpft, auch noch den Torwart nach vorne geschickt. Und jeder, der hier jetzt steht und vielleicht die Worte nicht versteht, der sollte vielleicht mal andersrum denken, wenn das gleiche Zwickau passiert wäre. Und was man dann vielleicht gesagt hätte, und da sollte man immer ehrlich sein, meine Komplimente gehen an den Trainerkollegen. Glückwunsch, wie es im Endeffekt zustande gekommen ist, interessiert keinen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euren Weg geht und mit euch hat die Sache auch nichts zu tun gehabt. Ich würde das dann auch nehmen. Aber viele Entscheidungen waren heute nicht nachvollziehbar. Das hat mit Sport nichts zu tun. Vielen Dank für die Einschätzung aus Sicht des FC Carl Zeiss Jena. Und dann kommen wir zu unserem Trainer, zu Thorsten Ziegner. Ja, ich habe über die gesamten 90 Minuten einen hochverdienten Sieg von uns gesehen. Ich glaube, es ist insgesamt eine unangenehme Situation für uns gewesen, nach gefühlten 10 Sekunden einzelnen Rückstand zu geraten. Dass das den Jungs dann so in diesen ersten 20, 25 Minuten in den Knochen gesteckt hat, das hat man, glaube ich, auch gespürt, das hat man auch von außen gesehen. Und nichtsdestotrotz, der Volkan hat es gerade schon mal gesagt, Jena schießt das 1-0, hat dann noch eine Riesentorschance nach einem Freistoß, wo der Marek klasse hält. Ansonsten hatten wir den Ball. Und uns ist es dann trotzdem in der ersten Halbzeit nicht gelungen, so zwingend zu sein, um eben das nötige Tor zu erzielen. Und da haben wir in der Halbzeit dann auch ein bisschen was verändert, haben uns noch offensiver aufgestellt, haben einen Sechser und einen defensiven Mann rausgenommen, haben noch einen offensiven dazu genommen, um eben noch mehr Druck zu machen. Und sind schlussendlich belohnt worden. Was mir an meiner Mannschaft gefällt, und nur das ist entscheidend, ist, dass sie eine Monstermentalität hat, dass sie bereit ist, nach so einer ersten Halbzeit mit einem Rückstand, auch mit in dem Wissen, das Magdeburg gestern vorgelegt hat, sich nicht aufgibt, sondern bis zur 90. Minute alles raushaut, bis zur 90. Minute alles gibt. Und das Ergebnis dessen ist dann einfach, dass man Tore erzielt, dass man für sowas auch schlussendlich belohnt wird. Und ja, dass uns diese Entscheidungen vom Schiedsrichterteam natürlich dabei geholfen haben, steht außer Frage, das ist so. Aber wir wären ja dann schlechte Sportler, wenn wir sagen würden, wir wollen das nicht ausnutzen, wir müssen dann trotzdem gegen 10 oder 9 Feldspieler müssen wir trotzdem erstmal unsere Torchancen rausspielen, wir müssen trotzdem die Tore erstmal erzielen, weil es logischste ist, dass der Gegner gerade mit einem 1:1 oder vorher mit einem 0:1, dass sie sich immer weiter in der eigenen Hälfte verbarrikadieren und dass es dann auch nicht ganz einfach ist. Wir haben es getan, wir sind in die Räume gegangen, wir haben nicht aufgesteckt, wir sind immer wieder angelaufen und sind schlussendlich belohnt worden, das zählt für uns. Und wir wissen natürlich auch, und das hat man heute ein weiteres Mal gesehen, wie schwer die Aufgaben sind, wie schwer es ist, in der Regionalliga überhaupt Spiele zu gewinnen, wo es keine Rolle spielt, ob wir Tabellenerster, Tabellenzweiter, welche Tabellenposition der Gegner hat, das spielt keine Rolle. Jede Mannschaft ist gut genug, die andere zu schlagen und für uns ist es immer eine neue Herausforderung und wir nehmen das jetzt gerne mit, sehen das auch als Rückenwind und werden uns dann ab nächste Woche ordentlich auf den BFC vorbereiten, wo es wieder genauso schwer wird. Danke. Soweit die Einschätzung der beiden Trainer. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen an die beiden zu stellen. Bitte schön. Herr Uluc, der Wechsel auf der Torwartposition, was steckt da dahinter? Tino Berbig kam nach einer Verletzung zurück, hat ordentlich trainiert und es wird jetzt auch in Zukunft passieren, dass wir auf der Position mit dem Stefan Schmidt noch einen A-Jugendlichen, wir werden natürlich die Spiele auch nutzen. Der Tino ist ja klar, wird in einer hoffentlich anderen Position für den Verein weiterarbeiten.
Und da, er hat auch da verdient, Einsätze zu bekommen. Ganz normal. Gibt es weitere Fragen? Wenn dies nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise. Für die verbleibenden Aufgaben alles Gute. Ihnen allen einen schönen Nachhauseweg. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum